Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever, Folge Nummer 80 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, mit dabei ist der Manu. Und ihr wisst ja, wenn wir nullen, machen wir ein bisschen Geschichte und wir fahren mit. Wir haben in der letzten Zeit hier so viel gebaut, dass wir gar nicht wissen, wie wir das alles abfahren sollen. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal eine Güterlinie und fahren unsere neue Autobahn von Aschaffenburg zum Umschlagbahnhof. Und oh, da ist sogar schon hier Gebäude gebaut vor dem Tunnel. Das sieht ja echt super aus. Was ist die Mautstelle? Ja, wir haben wirklich sehr viel geschafft in den letzten 10 Folgen. Wir haben so viel gebaut, umgebaut, verbessert, optimiert, hin und her gebaut, schön gebaut teilweise auch. Ja, das kann der Kante auch. Haben die ein oder andere interessante Tipps und Tricks Video Aufzeichnung gemacht, die wir zwischendurch natürlich immer noch mal erweitern werden. Wenn ihr da noch mal Ideen zu habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten genießen wir jetzt schön die Fahrt und werden noch ein bisschen erzählen, was alles so anliegt. Also wenn ihr da unten rechts schon den Zug hinter dem Fluss seht, auch dieser Zug ist neu. Der ist in den letzten 10 Folgen gebaut worden. Also hier ist richtig was passiert. Die Autobahnbrücke haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge. Ja. Vorletzte Folge. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Flugzeugverkehr. Ja. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Kisuni hat wieder die Spendierhosen an. Vielen Dank, Kisuni, für 5 weitere verschenkte Subs. Somit kommt auf 140 verschenkte Abos hier auf Kante Zockt. Schönen Dank für deine Unterstützung. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Ein schöner Aufenthalt, ja. So, hier haben wir ein Autobahnkreuz genommen. Ich habe hier noch nicht angeglichen. Das haben wir, wie gesagt, der ist vor kurzem gebaut, das Ganze. Das ist das erste Mal, dass wir diese Strecke hier mitfahren. Deswegen ist das schon eine ganz interessante Sache. Und zwar hat das natürlich auch einen Hintergrund. Wir haben jetzt sehr viel Verkehr Richtung Kantopolis mit LKW. Wir schaffen mit den Zügen das Holz nicht weg. Deswegen versuchen wir das jetzt auf die Straße zu kriegen, dass die LKWs das kontinuierlich wegfahren. Und ich hoffe mal, dass das alles ein bisschen besser klappt. Das werden wir aber erst sehen, wenn es soweit ist. Hier unten rechts seht ihr unsere Stahlfabrik, unser Stahlwerk, wo die 4, 5, 6, 7, 8 Hochöfen sind. Alter Schwede, das Ding, viele Hochöfen. Voll ausgebaut, läuft wie Sau. Boah, und wir hätten dann auch ein paar Nachrichten. Na, dann mal los. Und zwar die Schlagzeile. Genehmigungsverfahren abgeschlossen. Das Pilotprojekt, welches die New Kante Logistik Group ausgeschrieben hat, wurde von der Stadt und den Bürgern von No Name City genehmigt. Das Pilotprojekt sieht vor, einen Güterbahnhof in die Stadt zu platzieren. Die Bürger zeigen großes Interesse an dem Projekt. So Stadtplaner Heinz Planwohl. Sie wissen aber auch, dass es bedeutet, dass Teile der Wohnsiedlungen weichen müssen. Dies macht ihnen aber nichts aus. Jetzt wartet man auf die New Kante Logistik Group, die Pläne zu konkretisieren und umzusetzen. Die Bürger freuen sich schon auf eine bald beginnende Umsetzung der Pläne. Das kriegen wir hin. So, wir sind jetzt hier am Güterumschlagplatz in Aschaffenburg, wo halt von den Zügen, die hier rechts von uns fahren, auf die LKWs umgeladen werden. Das wollen wir natürlich nochmal komplett alles ein bisschen ummodeln. Das wird natürlich nochmal richtig, Alter, richtig heftig. Jetzt nimmt der Brötchen mit, weil nicht genug Holz beikommt. Ach nee, ja. Der fährt ja in die Stadt rein. Der darf ja Brötchen. Ich hatte nur geguckt, wie viele Steine da liegen. Aber da sind nur 2000, also ist nicht so schlimm. Das ist minimal. Genau. So, wir haben ja hier unseren Güterpendel. Mit dem fahren wir jetzt rüber.
Bitte wenden. Gut. Aber hier steht auch schon ein Zug. Also da werden wir auch demnächst beigehen, da noch einen Zug wieder von runternehmen. Weil es einfach zu viele sind und wenn sie stehen, kosten sie Geld. Und das wollen wir nicht. Deswegen werden wir da einen kompletten Zug von runternehmen, da wir jetzt ja auch noch die LKWs haben. Das heißt, wir müssen nicht mehr das Holz wegkriegen, sondern wir müssen nur noch die Waren hier rüber bekommen in den Bahnhof hier. Hier liegt immer noch Holz ohne Ende. Da werden wir uns gleich an einem LKW anschließen. Wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile 20 oder 30 LKWs da drauf. Müssten 30 sein. Ja, ne? 3 Chargen. Guck mal, hier unten steht schon der Stahlzug. Selbst da haben wir schon richtig viele Züge drauf. Eigentlich auch schon zu viele. Da kommt schon der nächste aus dem Tunnel. So, mit dem sind wir angekommen. Jetzt schnappen wir uns hier einen der LKWs, die in der Schlange stehen. Nehmen schon mal, ja, wir wollen mitfahren. Wir sagen den jetzt aber nochmal warten. Ach, der haben wir schon auf eine Minute runter. Ja, in der letzten Folge. Gut. Der ist vollgeladen mit Holz und wir machen jetzt eine Kolonnenfahrt. Hi Marvin aus dem Reisebus. Nicht schlecht. Genau, ich wurde gerade noch im Chat gefragt, ob wir die Städte noch umbenennen. Die werden am Anfang einer Staffel umbenannt. Und werden natürlich nicht irgendwie umbenannt, sondern werden natürlich denjenigen eher zugegeben, die dauerhaft dabei sind. Und das wissen wir ja auch, wer immer mit dabei ist. Ubu, vielen Dank für dein Follow auf Twitch. Ja, die Spurwechsel sind natürlich alle nicht ganz so glücklich, aber hey. Ist ja nicht so wild. So, hier am Güterbahnhof ist einiges los. Rechts auch die LKWs, hier so ordentlich LKW-Verkehr. Die fahren ja natürlich, der kommt jetzt auch hier mit auf der Autobahn rauf. Den haben wir ja extra aus der Stadt rausgeholt, damit in der Stadt nicht so viel LKW-Verkehr ist und wir trotzdem den Norden mit anbinden können. Da werden wahrscheinlich demnächst auch noch mehr LKWs drauf wandern. Aber wir haben jetzt eine Autobahn. Und ist das denn so halt so, ne? Hi Landi. Ja, Kern, das weiß ich doch, dass du oft dabei bist. Und viele, viele andere auch. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und deswegen werden wir mal gucken, was sie aus Transport Fever machen, wie weit wir Transport Fever machen können. Vielleicht kann man ja auch sogar eigene Städte gründen. Ich weiß es nicht. Also, dass man neue Städte gründen kann in-game. Ich weiß es nicht. Das ist alles noch offen. Vielen Dank, DMG, für dein Follower auf Twitch, mein Lieber. Schön, dass du da bist. So, jetzt sind wir auf dem Weg in den Kant-Tunnel nach Kantopolis. Selbst PKWs fahren ja schon lang. Aber sind aber eigentlich blöd, wenn nicht, ne? Ja, solange sie sich nicht zurückstauen. Ja, das stimmt. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass es irgendwann mal passiert. Der schöne Tunnel. Schön, schön, schön. Ja, baurechtlich grenzwertig. Warum? Nicht getrennte Fahrbahnröhren. Das aber siehst du noch nicht, das ist Klarglas. Oder Plexiglas? Ach was. Ja, Frankfurt ist doch, das stand auf dem Schild. Mhm, klar. Ja, direkt hinter Häusenstamm am Kartenrand. Hinterm Kartenrand. Ja, irgendwo hier rechts. Aber da sieht man auch schon wieder zwei Züge. Da vor uns sind zwei Züge. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier in Kantopolis das große Autobahnkreuz gebaut. Haben wir so auch noch nie irgendwo gebaut. Und das ist also ich bin damit zufrieden. Ich glaube, das hätten wir schon durchaus schlechter machen können, so wie hier zum Beispiel. Aber ich glaube, hier gehen wir auf die linke Spur, damit die Auffahrt der LKWs da vorne ermöglicht wird. Aber es ist auch nicht schlimm, weil wir brauchen gleich nur die linke Spur. Weiterhin, das zeige ich euch aber gleich. Das haben wir extra so gebaut und geplant. Klar, voll geplant. Voll geplant.
Sie alle wisst, wie lange ihr schon dabei seid. Seit Staffel 4, Folge 28, seit Staffel 2, Folge 15. Ja, man hört mich in Staffel 2, Folge 15 ja das erste Mal. Wir erinnern uns alle an die Großstadt Duisburg, oder? In Duisburg? Plusburg. Ach, Plusburg, ja, Plusburg, ja, Plusburg. Boah, guck mal, aber super. Kein Rückstau hier. Und von hier aus wollten wir jetzt in die Stadt fahren, ne? Ja. Die Strecke sind wir nämlich auch noch nie mitgefahren. So, hier seht ihr, das läuft alles reibungslos. Wir schnappen uns den hier und steigen ein. Ist natürlich hier ein bisschen kreuzenden Verkehr, das ist leider nicht anders machbar. Ich glaube, damit können wir aber leben. Ich glaube, du brauchst noch einen Wald. Das Holz wird weniger. Das Holz wird weniger. LKWs. Echt? Ja, der eine war nicht ganz voll. Ach so. Ja, das muss ja erstmal wissen, dass es hierüber schneller vorbeikommt. Vorhin war ja auch noch ein Kommentar, dass diese Magios-Deutsches aus dem Museum stammen würden. Ja. Ich arbeite nur mit Museumsfahrzeugen. Ja, das ist mir immer noch so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass es auf YouTube nicht angezeigt wird, wo jemand abonniert hat. Also in welcher Folge zum Beispiel oder im Livestream oder. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht mit reinkommt. Weil man weiß nie, wenn jetzt jemand abonniert, warum da abonniert. Das weiß man nie. Bleibt sich nur zu erahnen, aber im Moment machen wir ja nur noch Transport Fever auf YouTube. Hallo Elias. Und das ist auch okay, also damit habe ich auch gar keine Schmerzen. So, und dann hatte unser Transport Nice, der hier jetzt seit Staffel 5 Folge 40 dabei ist, hatte mal so angemerkt, dass irgendwann ja die LKWs nicht mehr ausreichen, um das in die Stadt zu bringen, dass irgendwann ja Bahnhöfe kommen sollen. Und das ist eigentlich das, was ich mir jetzt als nächstes vorgenommen habe, dass wir in die Städte mit Zügen reinliefern. Also mit Güterzügen vom Verteilerbahnhof noch in den in die Stadt rein. Das wird noch eine herbe Herausforderung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es richtig interessant wird. Ich glaube, hier ist Stau. War das noch größere Kapazitäten? Nee, weniger Fahrzeuge. Ich glaube, da ist das jetzt, was wir vorhaben, genau das Richtige. Und zwar mit Zügen in die Stadt. Um den Straßenverkehr zu entlasten. Ja, von hier aus wollten wir jetzt, oder können wir noch ein bisschen warten? Muss ja erstmal von Ikea einer hierher fahren. Wir warten jetzt auf den Ikea Express. Hat da, guck mal, dann haben wir hier halt links. Können wir gleich sehen, wenn der Ikea Express kommt. Und können uns dann noch ein bisschen das Chaos angucken, wie die LKWs hier fahren im ATS. Alter Schwede, ey. Ja, das ist halt, ja, schwierig, ne? Ja, aber selbst wenn du so rumdrehst, bringt's nichts. Die Station. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre, dass die LKWs auch hier hinten rum wieder rausfahren. Quasi am Bahnhof rum. Dass die. Aber du hast trotzdem den Querverkehr. Ja. Also. Müssten wir eventuell eine Zwergenhain-Lösung
bevorzugen, so mit Tunnelzufahrt. Ja, haben wir nur keinen Platz hierfür. Ich weiß. Und hier zwischen den Bahnhöfen passen die auch nicht mehr hin, weil der Kante so schlecht geplant hat. Oh, jetzt bauen sie hier drüben auch schon. Okay. Schwierig. So, wir wollen natürlich den Zug hier nehmen. Der ist jetzt gerade leer. Jetzt belädt er. 380 Personen. Kreisverkehr. Ja, ich habe auch einen Kreisverkehr, aber ich glaube nicht, dass wir den hier noch herkriegen. Ne, es sind zu viele Anschlüsse. Der hat ja maximal 4. Genau, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 6. So, fast 400 Personen, ey. IKEA-Style, Alter. Ja, gerne, Luca. Mit Verteilerbahnhöfen? Ach, du meinst hier da, wo die... die ich als letztes gemacht habe? Nee, eine der ersten, glaube ich, war das, ne? Ja, man kann die Untergrundbahnhöfe nehmen. Man kann an Personenbahnhöfen kann man Güter abliefern. Aber das wollen wir nicht. Das ist ja immer so eine Sache. Wir haben ja selber unsere eigenen Regeln. Und da sind wir jetzt doch ziemlich, alles andere ist uns zu einfach, würde ich jetzt behaupten. Ja, Anschlüsse zusammenlegen geht auch nicht. Geht gar nicht. Ich meine, was man umbauen könnte, wäre der Zopf. Aber der ist eigentlich so auch ganz schön. Wie er ist. So, das ist... Wegen Überfüllung geschlossener Bahnhof? Nö. Ist eigentlich relativ human, was da rumgetigert. Doch. Ja. Aber auch ziemlich leise der Zug, ne? Mhm. Laut ist anders da, ja. Ja, laut ist der von der in Dresden fährt. Wo wir auch noch beigehen müssen eigentlich. Hatten wir da nicht schon das Modell gewechselt? Hatten wir? Ja, hatten wir. Okay. Was 90 km/h technisch ist. Ach so. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich in Kantopolis den Güterbahnhof nochmal abreiße, aber ich weiß dabei wohl, dann muss er auch eigentlich nicht mehr rübergehen, ne? Wenn ich den nochmal abreiße, ein bisschen beiseite nehme. Und dazwischen rein. Und dazwischen was reinschmeiß. Ja, statt bei der Abdeckung nicht wie jetzt. Ich glaube, wir gehen auch nur rüber. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwas abdecken. Doch, die Brötchen. Ja. Aber. Ja, weil am Anfang gab es ja keine LKWs. Und da hat er die Brötchen da direkt abgeliefert. Aber man könnte ja zumindest bei gewissen Sachen auf die Idee kommen, den auseinanderzuziehen. Und dann halt mit der kleinen Einbringerlinie in die Stadt reinzufahren. An anderer Stelle, nicht an diesem Punkt. Das könnte man auch, ja. Oder generell mal schauen, ob man so verlegen kann. Nicht so verkehrsreiches Gebiet. Ja. Oh, da drüben fährt gerade die andere Bahn. Wir müssen schnell rüber. Halt an, Zug, halt an! Ich springe aus während der Fahrt. Das hat passen mit dir. Siehst du? Schnell rüber, schnell reinspringen. Jawohl, gerade noch geschafft. So, das war Hamburg. War das auf der linken Seite sind sie in Michel, auf der rechten Seite die Elbphilharmonie. Ja. Sahen sie. Hi, Daddy. Ist auch eigentlich total beknackt, dass wir von der rechten Spur auf die linke Spur müssen. Aber es gibt es einfach nicht anders her. Der Schnellzug muss auf die andere Spur und der andere kommt auch auf der hier Spur hier ein. Also und die AKN, ja, ist dann halt da auch noch irgendwo mit zwischen. Also da geht nicht allzu viel.
Aber es passte genau, ne? Der andere ist gerade erst da reingefahren. Also der dürfte eigentlich, wenn der noch im Bahnhof stehen würde, dürfte der andere gar nicht reinfahren ins Gleisvorfeld. Ja. Von der Theorie her. Hast du keine Signale an der Stelle mehr. Im genau. Gleisvorfeld. Und der Bahnhof ist auch belegt, wo er rein will. Alter Schwede, macht der Stoff, ey. Wir hatten so eine tolle Strecke gebaut. Oh, muss ja ich gewesen sein. Ja, Maus kann ich noch nicht fernbedienen. Zumindest habe ich es noch nie probiert, transportiver über irgendein Remote-Tool zu spielen. Ich glaube auch nicht, dass es gut wäre. Die sind barrierefrei, Michael. Die Bahnsteige und Züge sind barrierefrei. Natürlich. So, wir sind jetzt hier in Nirgendwo. Hier steigen viele um zum Flughafen. Oh, da auch schon gut alt, der Schwede, haben die hier gebaut. Ups. So, das wir fahren jetzt aber weiter Land. Über Kantopolis nach Aschaffenburg. Okay, hi. Und wir müssen, weil das ist ja auch eine Strecke, die wir in den letzten 10 Folgen gebaut haben. Die gibt es ja auch noch nicht so lange. Und dann fahren wir weiter. Mit dem neuen Zug auf der ja. RB 67? 4. Ja, 4. Die 67 ist weiter. Ist er abgefahren dann. Genau, ist abgefahren, die 67. Da müssen wir auch noch was zu sagen. Da ist ja auch noch was passiert. Also wenn ihr was verpassen solltet oder wenn ihr die nachschaut und auf dem neuesten Stand sein wollt, was ihr die letzten 10 Folgen gemacht habt, dann müsst ihr ja am besten natürlich alle Folgen gucken. Aber wenn ihr das im Zeitraffer gucken wollt, dann versucht, dann könnt ihr auch die 10er Folgen nehmen. Also die Folgen, die boah, ist das hier ruckelig in Kantopolis. Ist aber auch also kein Wunder. Bei der Menge. Ja. Es ist halt so, ich kann euch das nochmal eben zeigen, was hier an Verkehr ist. Moment. Hier ist halt ohne Ende, ne? Ist aber auch nicht anders machbar. Alter, der fährt schon wieder los. Ich muss wieder einsteigen. Jetzt verpasse ich meinen Zug. Was? Deutschland-Nachbau? Das ist, die Kartengröße ist die größte, offizielle, also nicht, es gibt noch einen Mod, wo man die noch ein bisschen extremisieren kann. Das ist aber das größte, was man auswählen konnte und dann haben wir 1:3 genommen, ne? Ja, wegen der Flugzeuge vor allem. Genau. 1:3, um halt auch Langzugstrecke zu machen. Und halt auch die Flugzeuge, dass die sich ein bisschen lohnen zumindest. Das ist auch eine Art Mod. Natürlich ist es ein Mod. Wenn du eine Config änderst, ist es eine Mod. Ja, es wird demnächst denn wahrscheinlich soweit sein, dass wir U-Bahn brauchen, ja. Da hat No-Name ja schon, No-Nameless City, damit ich nicht gleich wieder einen auf den Sack kriege, ja schon ein bisschen vorgesorgt mit seiner Ringlinie, die er hat. Aber die können wir natürlich auch sehr gut nutzen jetzt für unseren Güterverkehr, den wir da haben wollen. Und da oben steht auch ein Zug, der nicht reinkommt. Müsste der Bretterzug sein. Also der die Bretter abholt, der zur Werkzeugfabrik fährt. So. Nein! Pff. Ronny, hi. Das war aber knapp. Ja. Sehr. Ausrufezeichen TML, Ronny. Im Chat Ausrufezeichen TML. Oder No Name macht's schon.
Nightbot braucht ein bisschen. Da ist es auch schon. So, jetzt sind wir in Aschaffenburg. Auch hier haben wir natürlich noch ein bisschen modernisiert. Haben hier einen weiteren Zopf gebaut. Jetzt muss ich mal eben schauen, bevor jetzt hier der Bus losfährt. Wir müssen ja jetzt einsteigen. Zopf Süd. Ich glaube, die fahren rüber, ne? Die Solaris. Ja, die Solaris müssten es sein. Ja, die Solaris fahren rüber. Gut, dann schmeißen wir uns in einen der Solaris-Busse. Alter, Knüppel voll. Die sitzen selbst vorne neben dem Fahrrad. Oh. Der Spiegel ist auch kaputt gefahren worden. Ganz geordnetes Chaos. Ja, mehr oder weniger, Lagi. Ich habe ja die Schleswig-Holstein-Karte gemacht, aber die habe ich auch in Grenzen gehalten von der Größe her. Also... Man muss es ja nicht übertreiben, die werden das ja nicht aus Spaß begrenzt haben. Ja. Oh nein, jetzt fährt der Zug gerade weg. Oh, ist hier Menschenbewegung, ey. Ich glaube, wir brauchen schon wieder die Riesenkapazitäten. Nee, also hier stehen nicht so viele. Der Bussteig ist fast leer. Aber gleich nicht mehr. Zug angekommen und schon rappelt's. Genau. So, jetzt müssen wir leider auf den nächsten Zug, aber da kommt er schon. Wir haben ja einen relativ guten Takt haben wir hier. Die Menschenmengen, die sich da mit dem Bahnsteig quälen. Ich finde, das sieht so geil aus, echt. Auch einfach dargestellt. Also es ist sehr gut und einfach dargestellt. Also ich finde es toll. War das? Das sieht aus wie im Frankfurter Hauptbahnhof morgens um 6:30. Ja. So, jetzt fahren wir nach Aschaffenburg, nach Gifhorn über Krems. Einmal komplett ausladen. Ja. Einmal komplett einladen. Die Idee ist hier ja auch, dass wir einen weiteren Zug einsetzen, eventuell einen weiteren Zug oder die RB1 verlängern bis Gifhorn. Weil in Gifhorn einfach der Umsteigebahnhof schlechthin ist und wir dort jetzt, was wir ja gleich sehen werden, auch noch einen Umbau gemacht haben. Dass dort mehr Züge halten können. Das war vonnöten und es ging mit dem, was wir vorhanden war. Also es sah, und es sieht besser aus, finde ich. Es macht was her, es sieht echt gut aus. Aber seht ihr auch gleich selber. So, hier seht ihr den Gegenpart nochmal. Das heißt, wir haben ein Metronom gepaart mit einem NSB-Flirt und genau, mit einem Y-Flirt. Genau, mit einem NSB-Flirt und einem Y-Flirt, genau. So heißt das. Dankeschön. Bitte. Um die Anzeigen der Fahrzeuge zu ändern, nee, glaube ich nicht. Nein, gibt's nichts bis jetzt. Das ist nur eine Bilderdarstellung, eine ja. Bilderdatei. Reine Texturgeschichte. Genau. So, jetzt sind wir in Krems. Auch Krems hat sich schon sehr weiterentwickelt. Sagen, will er nicht langsam mal bremsen? Hier ist doch der Bahnhof. Alter, sind das Linksknüppelgehäuse, Gebäude. Riesenviecher. So, Halsarmeen lässt grüßen bei der Fülle des Bahnsteigs. Naja, so voll ist er nur auch wieder nicht. Oh, der Zug war ja gerade da. Oh.
Und da kommt auch schon der nächste. Auf der Ostbuslinie müssen wir wahrscheinlich noch nachbessern. Das ist immer so ein bisschen schubweise. Also da würde ich ein bisschen abwarten noch, ob sich das wieder reguliert. Herr Winter, schönen guten Tag. So, und jetzt kommen wir nach Gifhorn. Gifhorn, der Menschenumschlagplatz in der Kantweiz. Besser auch Manu Hauptquartier. Das war Aschaffenburg. Ja, aber du hast doch eigentlich deinen Hauptgeschäftssitz in Gifhorn mit deiner Heilsarmee, oder nicht? Ja, stimmt, ja. Also größere Niederlassung. Ja. Klingt nach Menschenumschlagplatz, klingt nach legalem Menschenhandel. Ja. War das maulende Stück gut. Haben wir ja gelernt. Ja. Maulende. Ja, aber es ist echt so ein Menschending, ne? Mit dem Maulen, ey. Schwierig. Aber ich sehe schon, wir brauchen auf der Strecke dreifach Traktion von der Flirt. Warum? Wegen der Beschleunigung. Ach so. Ja, ich habe jetzt aus Kostengründen das erstmal so gemacht. Und wenn wir jetzt noch einen Express hinzufügen, der halt nur Kantopolis und Aschaffenburg nach Gifhorn bringt, wäre das, glaube ich, schon ganz gut. Dann so. Ja, aber warum steht der halt hier? Wir sind halt, der muss nach rechts rüber. Gleis, aber der Bahnhof ist frei. Freigabesignal vergessen. Ne, der ist gerade rausgefahren aus dem Bahnhof. Ja. Oh, der ist raus, ja. Naja, ist auch okay so. So, das ist jetzt unser neuer Gifhorner Umbaubahnhof. Also der umgebaute Bahnhof aus Gifhorn. Wir hatten ja vorher hier zwei Haltepositionen mit zwei Durchfahrtgleisen in der Mitte. Jetzt haben wir hier 6 Haltepositionen, was natürlich die Kapazität der aufzunehmenden Fahrzeuge erhöht. Was natürlich schon mal gut ist. So, jetzt sind wir in Gifhorn. Manu, was machen wir jetzt? Boah. Hm. Gute Frage. RB67. R67. Ja. Wir fahren jetzt nochmal eine Runde RB67. Aus dem folgenden Grund. Vielleicht kennt ihr die ja noch gar nicht. Ich glaube auch, dass wir die in den letzten 10 Folgen umgebaut haben, ne? Ja. Müsste eigentlich so sein. Und zwar ist es wie folgt. Wir haben aus der RB6 und der RB7 eine RB67 gemacht. Aus dem einfachen Grund, weil in der Mitte irgendwo noch ein Umstieg war und das eigentlich total blödsinnig ist, da zwei Linien fahren zu lassen und das so eigentlich besser ist. Weil sonst haben wir in Eckernförde hatten wir nochmal den Umstieg und da war immer ein Chaos. Und dann ist der eine Zug gerade losgefahren, der andere ist angekommen und die Fahrgäste haben ihre Züge nicht gekriegt. Das war alles ein bisschen blöd. Deswegen ist das so, wie es jetzt ist, halt besser. Wir haben jetzt das Ganze in 5-fach Traktion, habe ich gerade gezählt, kann das sein? 3, 4, 5, ja, 5-fach, ne? Meine ich auch. Hi TomTom. Und dadurch haben wir natürlich A, mehr Kapazität und B, kriegen wir so einen viel besseren Takt hin und die Leute kommen von A nach B, ohne dass sie irgendwo zwischenstauen. Was ja auch schon mal ganz gut ist. Ja gut, versaust mal das heilsame Geschäft, aber mein Gott. Die ganzen vielen Übernachtungen. Wegen ausgefallener Züge, verspäteter Züge. Ja, gut. Muss ich mitleben. Ja, das stimmt. Ich finde ja auch in
in Dortmund das Gleisvorfeld immer noch so cool. Dass du erst durch den Tunnel und dann kommst du zum Bahnhof hin. Und das finde ich schon ganz cool, dass du da mit so vielen Zügen durch musst. Da muss halt auch mal einer warten. Und war schon cool. Muss ich sagen. Also es gefällt mir sehr gut, was wir hier alle so gebaut haben. Überrascht mich selber, was hier alles so funktioniert und dass wir immer noch Geld verdienen damit. Bei so vielen Zügen und so teuren, schnellen Zügen auch und auch einiges, was wir natürlich ein bisschen pushen müssen, also subventionieren müssen, bleibt halt nicht aus. Nee, Security, das sind keine Schlafwagen hier im Einsatz, das sind Ölsardinenbüchsen. Da kann man ruhig schlafen, fällt man eh nicht um wegen der Füllgrad. Ich krieg aber auch immer ab hier, ne? Mit dem Kante kann man es ja machen, ne? Jetzt kommt nochmal die Frage auf, wisst ihr, welche Züge es in Transport Fever 2 von Anfang an geben wird? Also bisher ist noch nichts Offizielles an Liste oder Ähnliches bei rumgekommen. Einige Züge hat man schon gesehen. Ich habe mir das jetzt nicht unbedingt gemerkt. Aber die werden natürlich wieder ein Stammprogramm mit reinbringen. Und die werden sich mit Sicherheit auch den einen oder anderen Modder vielleicht noch mit ins Boot geholt haben. Ja, und es ist halt auch ein lizenzrechtliches Thema. Genau. Ja, dann von den einzelnen Bahnen die Lizenzen sich holen, um die Fahrzeuge einsetzen zu dürfen. Das war ja bei Transport Fever zum Release genauso mit dem ICE. Da hatte die Bahn, glaube ich, gesagt, dass sie das gar nicht dürfen. Ja, der war eigentlich schon drin und der musste wieder raus nach dem, genau. Beim Release. Genau, weil die Bahn nämlich gesagt hat, nee, so nicht. Wir haben die Markenrechte dran. Während bei einer BR-103 konnten sie das nicht mehr machen, die Bahn. Ja. Weil die Markenrechte erstens erloschen sind. Zweitens, dass mittlerweile in Deutschland ein sogenanntes historisches Gut gilt und damit der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Geil. Ja, weil die Kopfform der 103 war ja markenrechtlich geschützt. Damals, wir erinnern uns alle an das rosa-rote Programm der Deutschen Bahn. In den 80ern, da war das unter anderem das Markenzeichen neben dem Elefanten. Ach so, okay. So, und das Markenrecht ist aber 1999 erloschen. Und heute gilt es ja als Kultur, als historisches Kulturgut, die Lok. Jo. Durch ihr einzigartiges Design. Verständlich. Ja, manche hatten sie auch Eierschale. Ja, es war der erste in Schalenbauweise gefertigte Druckkopf. Ja. Da hat man sich ja ein bisschen was aus der Flugzeugindustrie abgeschaut. Ja, das sind so Sachen, die weiß ich leider nicht. Aber dafür haben wir unseren Manu dabei. Der kann mit sowas immer sehr gut uns Wissen beibringen. Und das ist auch gut so. Und darüber bin ich auch froh und dafür möchte ich nochmal Danke sagen, dass du da bist, Manu. Oh, bitte gerne. Auch wenn es manche stört. Ist dann halt so. Ja, das sehe ich auch so. So, wir waren eben in Eckernförde. Jetzt fahren wir weiter nach Radebeul und dann ist auch schon Dortmund der nächste Halt. Eigentlich wollten wir ja fliegen. Jetzt sind wir halt anders geflogen, eher auf die Schnauze, aber das macht jetzt auch nichts. Fahren dann von Dortmund nochmal nach Michelstadt. Und von Michelstadt fahren wir nochmal die Bergstrecke. Die haben wir nämlich auch gebaut. Die Bergstrecke von Michelstadt nach Gera. Da startet gerade ein Flugzeug. Alter, startet das senkrecht. Alter Schwede. Das ist ein normaler Startwinkel. Das ist definitiv kein Sarajevo Approach. Ja, der geht noch steiler. Kann ich mir vorstellen. Das ist wie mit der Landung. Du siehst die Landebahn. Und zwar ab dem Moment, wo er einschwingt. Nix mit Horizont oder so? Nee.
Asphalt und im besten Falle Gras links und rechts davon. Gute Nacht, bis vor der Landung. Herr Winter hat noch gefragt, wurde Manu eigentlich mit einem Bahnbuch großgezogen? Nein. Ich bin nur lang genug Bahn gefahren. Wenn man ganz höflich früher gefragt hat, durfte man sogar auf der Lok mitfahren. Nicht schlecht. Das war noch Zeit, wa? Ist heute fast unmöglich, aber ja. Also ich bin groß geworden unter anderem in der BR 218, in der BR 141 und hinten dran ein paar Silberlingen oder Abteilwagen, Umbauwagen. Das war so meine Jugend. Nicht schlecht. Alter, das ist hier Verkehr in Dortmund, ne? Das sieht so gut aus. Das sieht echt toll aus. Die Bahnsteige hier. Lucky? Nee. Ich weiß wo. So, hier ist unser Folgezug. Boah, da hat er auch noch richtig Kapazität, Mensch. Nur 379 von 396. Und, da passt schon nicht mehr rein. Mhm. Der Wagen 15 und 16. Bitte steigen Sie im Wagen 14 aus. Ja, genau. Guten Abend, Weltzocker. Zwergenbrause, ich habe auch noch gar nicht begrüßt. Hey. So, dann gab es zwischendurch von Kern noch die Frage, gibt es eigentlich Tag und Nacht in Transport Fever 2? Ist eine sehr interessante Frage, weil die Frage stelle ich mir selber nämlich auch. Ich persönlich weiß es nicht und ich habe auch noch keine Infos dazu bekommen, wie es sein wird. Aber es sah so aus in dem einen Video, dass das Licht, das Sonnenlicht eher, also dass die Gebäude größere Schatten geworfen haben. Ist für mich und eigentlich unterschiedliche. Genau, ist für mich eigentlich ein Hinweis, dass es Tag- und Nachtwechsel geben wird. Aber ob es reinkommen wird, weiß ich nicht. Also sie versuchen es wahrscheinlich, aber es ging ja auch so, dass die, oder sie wollten es versuchen, dass du vom Fahrgast aus die Mitfahrt machen kannst. Es war früher ja auch drin. Aber es war zu verbuggt und da haben sie es rausgenommen in Transportfieber. Deswegen würde ich jetzt vorsichtig sein mit dem, ob es reinkommt oder nicht. Ich gehe davon aus, dass sie es planen. Das ist jetzt meine Aussage dazu. Ja, gut, Zwergenbrause, es tut mir leid. Früher haben wir noch überlegt, ob wir die Strecke machen oder nicht. Ja. Es soll Umweltverschmutzung geben. Das heißt nicht so viel Diesel. Ach klar. Bei uns gibt es kein Dieselverbot in den Städten. Dieselfahrverbot. Bei uns gibt es gar keine Diesel im Spiel. Ah, dann gucken wir uns nochmal an, wenn der andere Zug eh noch nicht kommt. Da ist er auch noch nicht. Die haben noch nicht so viel zum Spiel geleakt. Erscheinen soll es im vierten Quartal. Das letzte ist erschienen im November. Vor 2 Jahren. Deswegen würde ich auf Ähnliches tippen, aber die werden es releasen, wenn es fertig ist. Von daher lass uns doch einfach warten, bis sie fertig sind. Und dann schnappen wir uns das Ding und dann rocken wir die Hütte. Immer noch keiner? Was ist denn das für ein blöder Takt hier, sag mal?
Ja, einfach wieder zu wenig Züge drauf. Oder die stehen schon wieder irgendwo rum und kann dann wieder Mist gebaut. Das hast du jetzt gesagt. Ja, bevor es ein anderer sagt. Ja, was natürlich positiv ist, wie Daniel Zettpunkt das schon sagt, dass es Einbahnstraßen, Ampelregelung und sogar Vorrangregelung geben wird. Also es wird wohl auch Ampelphasen für Busse geben. Dementsprechend wahrscheinlich auch Ampelphasen für LKWs. Ist auch eine Vermutung. Aber das haben sie auch schon dargestellt selber. Also von daher. Ja, das war ja im letzten Infovideo. Genau. Ich sehe es auch so. Also wir können lieber warten, dass das Spiel fertig ist. Und dafür haben wir ein fertiges Spiel, bevor nachher wieder die ganze Gamerschaft nörgelt. Das Spiel ist nicht fertig. Ja, oder gewisse andere Leute, die Folgen aufnehmen. Ja. Weil ich glaube, hier haben wir nicht genörgelt. Wir haben Probleme und Fehler angemerkt. Und in der Regel wurden sie auch mit den nächsten Patchen behoben. Andere haben halt aufgegeben. Ja, das stimmt. Und gesagt, das Spiel ist SCH... Ja. Für manche ist es das dann wohl auch. Aber für uns ja nicht. So, wir überlegen, 7 Staffeln, ne, 6, ne? 6 Staffeln haben wir. 6 Staffeln plus Preview. 6 Staffeln plus Preview plus Tipps und Tricks. Ja. SH-Karte. Und SH-Karte haben wir auch noch, genau. Und dann nicht zu vergessen, der simulierte Multiplayer. Den haben wir auch noch. Alter Schwede, wie viel haben wir gemacht, sag mal. Reichlich in den letzten... zwei Jahren? Oh, zu voll. 438 Leute wollen nach Michelstadt? Oh. Ah. Okay. Aber jetzt sogar das ist gut. Immer spielen. Immer wieder rauskramen, entstauben, installieren und weiterspielen. Ja gut, was dieses Spiel halt auch so erfolgreich in Anführungszeichen meines Erachtens gemacht hat, sind die Modder. Das stimmt. Weil gerade wenn man so links guckt, was da so an HCT-Trucks da durch die Gegend fährt, diese Ideen sind ja die Modder gekommen und haben es auch zu großen Teilen super umgesetzt. Das ist wahr. Das macht das Spiel halt auch ein bisschen ansehnlicher und fürs Auge ein bisschen hübscher. Das und auch die Kapazitätsprobleme löst der eine oder andere Mod für uns. Mhm. Ob wir das eigene Ende von dem Zug sehen? Nee, ich glaube, dafür ist der Kehrtunnel zu groß. Ja, es muss ja nicht unbedingt der Kilometerzug sein, du Staffelst 1. Das Brötchenmonster. Das Brötchenmonster. Aber den hatten wir auch noch gemacht. Der ist auch nachher hinten rum rausgefahren. Hm? Ich glaube, Staffel. War das Staffel 5? Du meinst den. Ja, Staffel 5. Aschaffenburg, Güterverteiler. Ja, genau. Der hatte auch hinten rum eine Wendeschleife, der Stahlzug. Ja. Das erste Mal eine SD-70 im Einsatz hatten. Wieso überziehen wir eigentlich schon wieder so lange? Wir sind bei 49 Minuten, ey. Ach, egal. Machen wir noch ein bisschen. Einmal machen wir jetzt noch die Panorama-Mitfahrt und dann... Was, zu viele also, wohnen hier doch gar nicht, ey. Wir müssen aber alle zur Arbeit. Die ein oder andere Richtung. Es steht noch kein Parkhaus in der Stadt. Das stimmt.
Zug, der steht da vorne. Da kommt der andere Zug rein. Den wollen wir gleich haben. Oh. Oh. Ja, okay. Sollten wir denn auch mal machen? Mhm. Gute Nacht, Artemo. Schönen Dank fürs dabei sein. Und so. So, der andere fährt los. Und wir fahren rennen. Du hast dir wieder Notizen gemacht, ne? Bin gerade dabei. Okay. Ach guck mal, da kommt der nächste Zug schon rein. Schön. Nein, Zwergenpause. Danach ist Ende. Haben wir heute Abend nur deswegen gemacht. Nur für die Aufnahmefolge eine extra Livestream-Session. Aber ganz normal wird es wieder Freitag weitergehen. Dann werden wir wohl den Zug hier erweitern. Oh? Ein bisschen. So, jetzt kommen wir auf unsere schöne Kernstrecke. Nach langem Flehen hat Kante endlich nachgegeben und hat eine Bergstrecke gebaut von Michelstadt nach Gera. Und die Challenge daran war, so wenig Tunnel wie möglich und am meisten angepasst an den Berg. Und ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt. Einige Tunnel waren nicht zu vermeiden. Das ist halt einfach so, aber wir haben versucht, so viel wie möglich an den Berg anzupassen. Auch hier hätten wir es gerade durchgehen können. Aber ich wurde gebeten, einmal hier die Runde ran zu machen. An den Berg und das Ganze anzupassen. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Kann man noch ein bisschen ausschmücken. Vielleicht machen wir hier auch noch die Wallfahrtskirche. Ich weiß es noch nicht. Oder wir bauen da noch eine Extra-Strecke. Ich weiß es aber noch nicht, wo die hin soll, die Wallfahrtskirche. Also ist noch alles offen. War das Mount Cantopolis? Mount Cantopolis, ja. Habe ich auch von gehört. Direkt neben der Autobahn. Ja, das wäre ja dann eine Autobahnkirche. Aber wir haben ja glücklicherweise nicht flach gewählt, sondern hügelig. Ja, das würde mich auch noch interessieren, ob man das alles denn halt ein bisschen expliziter sich wünschen kann, das Ganze. Also der Sprung von Train Fever zu Transport Fever war ja schon gigantisch. Und wenn sie jetzt die ganzen Sachen von der Community noch umsetzen, die sich gewünscht wurden und die auch von den Moddern her schon mitgebracht werden, dann ist da, glaube ich, schon ganz schön gut was drin für Transport Fever 2. Das kann ganz gut was werden. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe auch noch auf die Antwort von den Vertretern der Entwickler. Weil es war irgendwann in der letzten Zeit ein Pressetermin, wo ich nicht so eingeladen wurde. Wo ich ein bisschen traurig, muss ich sagen, bin. Nicht, weil ich da irgendwie auffallen will oder sowas, sondern weil es mich sehr interessiert und das eigentlich, ja, es ist ja das Hauptprojekt bei uns auf dem Kanal. Deswegen gucken wir mal, ob wir da noch ein paar Infos erhaschen können. Vielleicht gibt es eine Aufzeichnung oder ein Datenblatt oder sowas. Dann halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. So, jetzt fahren wir hier in die Kehrtwende rein, gleich. Erstmal haben wir hier noch den Brücke. Aber wir kommen echt auf eine Stunde schon wieder, ne? Da unten wollen wir hin, da unten ist der Bahnhof.
Wir beschleunigen die Tunnelfahrt mal ein bisschen. Werte Fahrgäste, die Papiertüten liegen unter ihren Sitzen. Na, wie hieß das früher bei den Bahnvideos? Tunneldurchfahrt gekürzt. Echt? Ja, das ist sehr oft gemacht, gerade bei ICE-Strecken. Okay. Das habe ich wieder auf normale Geschwindigkeit. Ich hoffe, wir kommen gleich irgendwann raus aus dem Tunnel. Müsste ja eigentlich. Wir müssen die RB10 umbenennen. Ja, gucken wir alles in der nächsten Aufnahmesession, in der nächsten Folge. Ja, die Liste ist schon lang. Und wir sind bei Folge 81 in der nächsten Folge, Alter. In der nächsten Aufnahmesession. Das ist ja genauso voll wie auf der anderen Seite der Strecke. Ja, wir müssen einiges tun. Aber wir sind jetzt auch am Ende der Folge angekommen. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns natürlich einen Daumen hoch, damit ihr noch kein Abo habt. Nehmt eins mit und schaut rein am Freitagabend zum nächsten Live-Let's Play und seid dabei. Wir würden uns freuen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.